Bacala galt lange Jahre als Geheimtipp. Vor allem Rucksacktouristen zieht die Kleinstadt mit ihrem malerischen Fort an. Viele von ihnen steigen in kleinen Pensionen oder auf Campingplätzen am Ufer des gleichnamigen Sees ab. Und einige bleiben für immer. Morgens und abends trifft man sich auf einem der Stege, die in den glasklaren See hineinragen. Hier lernen wir Capu und Manolo kennen. Beide sind vor Jahren nach Bacala gekommen, dem Zauber von Ort und See erlegen und hier geblieben. Und beide teilen zwei große Leidenschaften, das Kochen und die Fiesta. Doch bei einem Thema, das derzeit fast jede Diskussion in Bacala bestimmt, könnte die Meinung der beiden Freunde nicht unterschiedlicher sein. Nur in einem Punkt sind sie sich einig. Der Tren Maya wird die Stadt total umkrempeln. Todo mundo va a ganar. Todo mundo va a ganar. El que menos te lo imaginas va a ganar al que vende pepitas en la esquina, el que anda como el señor de la bicicleta. Tamales, tamales, atole y ya. Va a ganar. Manolo denkt, alle, selbst die Straßenverkäufer, werden am Tren Maya verdienen. Ein bisschen scheint da der Wunschvater des Gedanken zu sein. Insgeheim hofft er nämlich, sein brachliegendes Immobiliengeschäft könnte noch einmal Fahrt aufnehmen. Und genau das sieht Capu als Problem. Denn seit klar ist, dass der Maya-Zug in Bacala halten soll, hat hier ein regelrechter Bauboom eingesetzt. No puedes hacer un proyecto inmenso de grandes hoteles. ¿Por qué? Porque va a afectar directamente a la laguna, porque todo va a salir para allá. Capu ist gegen den Bau weiterer Hotels. Viele Häuser am Ort sind noch nicht einmal an die Abwasseraufbereitung angeschlossen. Sie haben nur Sickergruben. Ihr Abwasser geht somit direkt ins Grundwasser und dann in den See. Deshalb befürchtet Capu, dass auch das Abwasser der Hotels im See landen wird. Doch eine weitere Verschmutzung des Sees wäre das Schlimmste, was sich Capu vorstellen kann. Regelmäßig sammeln er, Manolo und ihre Freunde den Müll ein, der am Ufer liegen bleibt. Denn sie wollen ihren See und seine Schönheit erhalten. Yo creo que debemos de seguir manteniendo como está. Am liebsten wäre es Capu deshalb, alles bliebe beim Alten. Al fin y al cabo es un proyecto para político, para sacar dinero. Denn am Ende geht es doch nur um Politik und um Geld. Auch Arquimedes Hernández Villanueva sieht mit einem unkontrollierten Wachstum Probleme auf Bacala zu kommen. Que en un año hayan nacido un promedio entre 20 y 30 hoteles. In nur einem Jahr sind in Bacala zwischen 20 und 30 Hotels entstanden. Die meisten sind kleine Familienbetriebe mit wenigen Zimmern. Aber weitere und größere sind in Planung. Arquimedes Villanueva ist Ingenieur für nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum und hat mehrere Jahre für das Landwirtschaftsministerium gearbeitet. Villanueva denkt, dass sich das Wachstum Bacalas nicht aufhalten lässt. Pero yo creo que ahí sí las autoridades deben de trabajar con personas que sepan sobre impacto ambiental. Aber die Stadtverwaltung sollte darauf achten, dass die Entwicklung nachhaltig erfolgt und Umweltstandards eingehalten werden. Denn Bacala kann nur in Richtung Regenwald wachsen. Und von dort kommen die unterirdischen Wasserläufe, die den See speisen. Los hoteles deben de estar obligados o no sé el número de habitaciones que tengan biodigestores para convertir esas aguas negras, ¿no? Deshalb fordert Villanueva, dass die Bettenzahl der Hotels beschränkt und diese auch verpflichtet werden, ihre Abwässer selber zu reinigen. Bacala hat zwar seit einigen Jahren eine Kläranlage, deren Kapazität dürfte allerdings nicht für die vielen Neubauten reichen. Aber auch in anderer Hinsicht ergreift Arquimedes Villanueva die Initiative. Yo estoy organizando un concurso para rescate del bordado a mano y a máquina. Er organisiert Wettbewerbe, um alte Handwerkskünste wiederzubeleben, damit auch Menschen im ländlichen Umfeld Bacalas an der Entwicklung der Stadt teilhaben können. Und das kommt ihm auch als Unternehmer zugute, denn er betreibt einen Souvenirladen, die Casita Azul. Initiativen wie die von Arquimedes Villanueva zeigen einen Weg für eine nachhaltige Entwicklung Bacalas auf. Denn durch sie können auch die Menschen vor Ort daran teilhaben. Gehen sie einher mit einem zurückhaltenden Ausbau der Hotelkapazitäten und binden sie das Engagement von Leuten wie Capu und Manolo mit ein, wird Bacala auch in Zukunft ein Ort sein, an dem sich die Schönheit der Natur in Ruhe genießen lässt.